Willkommen von der Mobile World Congress 2016, wo wir bei Lenovo sind mit dem Tab 3.8, einem 149 Euro Gerät mit 8 Zoll HD Display, Dolby Atmos Sound drin und einem 1 GHz Quad-Core Prozessor von MediaTek. Das ist unser 1 GB RAM auch noch mit dabei, einem wirklich sehr schönen dünnen Bildschirmrahmen, Dual Speaker System und vorne hinten Kamera, 1 Megapixel vorne und 5 Megapixel hinten, ist leider ein bisschen verdeckt hier von dem Kabel, aber was ihr auch noch machen könnt, ist das Ganze im 3G-Netz benutzen für den Preis, und zwar wenn wir hier das Lenovo Logo abmachen, sehen wir hier, können wir die MicroSD einfügen und eine SIM-Karte auch, wobei wir auch ein 4G-Modul für 149 Euro haben können, also wenn ihr einfach schnelleres Internet haben wollt unterwegs, ist das auch möglich. An- und Ausschalter und Lautstärkeregler finden wir auf der Seite, wirklich schön dünnes Design und mir gefällt vor allem immer diese Oberfläche, die auch wir beim Tab 3.7 gesehen haben, von dem neueren Modell, die so angerautes Plastik ist, wie wir es von dem OnePlus One vielleicht kennen, von dem allerersten. So, ich habe euch vorhin was über Kameras erzählt, schauen wir uns die mal ganz kurz an, hier an dem Android 6.0 Marshmallow-Oberfläche und ja, hinten die 5-Megapixel-Kamera, naja, erfüllt normale Bedürfnisse, sage ich jetzt mal so, also man kann mal einen Schnappschuss schießen, aber für den Preis können wir nicht die beste Hardware erwarten, aber ich meine, sind die Knöpfe schön groß, also gerade für ältere Leute könnte das spannend sein. Ansonsten, wenn ich das Ganze mal kurz umdrehe, hier die Kamera mit 1 Megapixel ist eigentlich auch okay, nur für Selfies sozusagen. Ich bin jetzt mal ruhig, weil ich euch die Kamera genießen lassen wollte. Ansonsten, das System funktioniert ganz schön. Das Display ist auch dank IPS-Technologie Betrachtungswinkel fast unabhängig. Fühlt sich gut an und das System ist auch schön schnell hier zu bedienen. Mit FM-Radio sogar noch drin. Also können wir auch noch Musik hören, auch ohne Musik draufzuladen. Intern, der 16 GB Speicher kann erweitert werden, habt ihr vorhin schon gesehen. Mir gefällt es, 149 Euro ist auch völlig okay für ein 8 Zoll Tablet, wobei ich eigentlich kein Tablet-Fan bin, aber weiterhin probiert Lenovo natürlich hier viele anzusprechen mit so einem schicken, dünnen Design, einer angenehmen Rückseite und einem ja, neuen Betriebssystem sozusagen. Mein Name ist Balaschka, wenn ihr uns zugeschaut habt von der Mobile World Congress 2016, das war hier das Lenovo Tab 3.8. Wenn ihr uns zugeschaut habt nochmal und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren.